Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1. Und der Tau ist natürlich über mir und wir haben gerade gemerkt, dass wir umsonst rausgelaufen sind, denn wir können uns doch teleportieren. Genau, das heißt einfach mal wieder. Oh, da kommst du nicht durch. Ja, Da, wir du werden das kommst einfach, nicht. wir werden das ein bisschen ausweiten. Es klappt immer. Ja, ich So, glaube, ich das gehe wird dann nicht schon mal vor. funktionieren. Ja, mach das. Nein, also wir gehen jetzt noch mal in die andere Region, wo wir gerade waren, weil wir da dann schnell reisen können. Ja, das ist leichter als jetzt alles zurückzufahren. Genau. Nimm Machen dies. wir es halt ein bisschen kürzer. So. Nett. Ich nehme mich in letzter Sekunde umdrehst. Von wegen, hau rein, Zero. So. Wir wollten nach New Haven, ne? Ich glaube ja. Ja, wir wollten ja alles abgeben. Okay. Das wird nochmal ordentlich XP geben, Alter, das sage ich dir. Oh ja, definitiv. Also mit einem halben Level rechne ich schon. Also so viel, wie wir jetzt gemacht haben. Obwohl, ich bin schon 26. Ich auch. Ach ja, stimmt. So schnell geht das. Sie wird so schnell erwachsen. Verdammt, ich stecke jedes Mal fest, ne? Hä? Ach so, das ist falsch. Da wollen wir hin. Tschüss. Und tschüss. So, Schnitzeljagd abliefern. Wir kriegen eine Hustinger. Oh, nicht so gut. Ach, die andere hast du schon abgegeben, ja? Ja, die habe ich jetzt schon abgegeben. Da haben wir aber, soweit ich weiß, nichts bekommen. Nö. Nimm sie. Ja, nee, die ist wirklich überhaupt nicht gut. Naja. Gut. Dann, Mehr haben wir nicht gehen wir zum das hier ab. Abgeben? Doch. Dann müssen wir zu unserem Kumpel hier. Ach ja. Oh. Ein Pistolero kriegen wir. Und eine neue Quest. Boah, geht so, ne? Feuerrad ist natürlich gut, aber der Rest ist eigentlich. Ja, für mich ist das gar nicht so schlecht, das Ding. Im Gegensatz zu meiner anderen. Da ist die dann doch schon etwas besser. Hallo, kann ich was für dich tun? So, gebrauchte Autoteile. Haben wir nichts dafür bekommen. Und eine Shotgun XP. haben wir bekommen. Ja, nice. Tja, mach's gut. Eine Shotgun? Jo. Ich habe eine Rifle bekommen. Ich habe eine Kobalt-Shotgun gefunden, bekommen. Ich habe eine Steel Machine Gun. Vielleicht weiß er, dass ich Shotguns mag. Ich weiß es nicht. Aber meine ist Möglich? immer noch besser. Meine ist immer noch Ja, besser. die macht hier auch nur ein bisschen mehr Schaden, das war's aber auch. Gut, dann reisen wir mal zu dem Verrückten und geben seinen Fusel ab. Ja, würde ich sagen. Während wir reisen, lieber Zero, möchtest du vielleicht noch mal kurz erzählen und erklären, was du gerade bei Google gefunden hast? Ja, ich erinnere mich. Ich habe gegoogelt. Wir beide haben gegoogelt. Ja. Es sieht so aus. Vielleicht habe ich dich angeschwindelt. Dieses Alien-Karten-Schwarten-Dings, das hat Krom. Der hat mich zweimal niedergestochen. Okay. Es sieht so aus bei den Artefakten ist, dass derzeit habe ich ja diesen Giftschaden auf Level 2. Das heißt, ich muss Giftschaden Level 3 finden, um das abzugraden. Und ich habe nur Level 2. Deswegen funktioniert das nicht. Deswegen kann ich es auch verkaufen. Deswegen tue ich das einfach. Oh, der hat Solange eine der Tau Waffe fallen kämpft, lassen. verkaufe ich meine Sachen. Oder meine Der hat eine eine Waffe Sache. fallen lassen. Der hat eine Waffe fallen lassen. Loot! Dann hol sie dir. Mach ich Jetzt auch. brauche ich keinen Arzt mehr. Hier gibt's nur Klassenmods für Ach, Soldaten. Das ist Granaten. so, das ist so ätzend, ne? Es tut mir leid. Oder haben die das Aber was extra so kann ich dafür? programmiert, weil sie dachten, ach Soldat, Soldat nimmt jeder Sirene? Nimmt keiner. So habe ich das langsam im Gefühl. Das ist so der Call of Duty Man von Sind's. Borderlands. Hör auf mich zu züngeln! Wollt mir mal züngeln? Tau, sag etwas.
Sprich ein Machtwort. Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von Züngeln, das tut mir aber leid für deine Freundin. Nee, was soll ich gucken? Toll, ich bin hier hinten und dann haben die Läden wieder neues Inventar. Hier. Ich komm zurück. Ich gucke gerade mal. Wo ist denn das? Er soll jetzt irgendwo. Ach, hier. Oh, etwas für die Sirene. 32% Schaden bei nachfolgenden Treffern. 2 inneres Leuchten und Säureresistenz. Ja, inneres Leuchten, was ist inneres Leuchten? Müsstest du mal gucken, aber so gut finde ich die gar nicht. Da finde ich inneres die andere. Leuchten. Boah, da finde ich die andere schon krasser. Bei Facewalk wird die Gesundheit regeneriert. Das war's, was ich. Das war's, was ich meinte. Ist nicht so schlecht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, da finde ich die Lilane, das Mercenary Class Mod, finde ich viel geiler. Hast du zwar, ja gut, müsstest du zwar auf SMG umbauen. Aber du hast noch 2 Quecksilber-Skill, 2 hohe Geschwindigkeits-Skill, 3 Girl-Power-Skill und 5 SMG regeneriert Munition. In meiner Regeneration ist das richtig krass. Quecksilber, hohe Geschwindigkeit und was war das andere? Quecksilber, hohe Geschwindigkeit und Girl-Power. Quecksilber ist Feuerrate. Hohe Geschwindigkeit ist Projektilschaden. Das ist genau das, was ich eigentlich nehme. Und Girl-Power? Girl-Power... Einen Feind töten verursacht einen kurzfristigen Regeneration deines Schildes. Das ist natürlich alles nicht so schlecht, ne? Ja, du müsstest zwar natürlich auf SMG umbauen. Ah, nicht zwangsweise, ne? Ja, aber klar, du machst dann halt 40% SMG-Schaden mehr und du hast halt noch die Regeneration von der Munition, inklusive noch die Regeneration von mir dann noch dazu. Das heißt, das wäre eine Regeneration von 9. Ja, ist schon und nice. Und SMG, nice. SMG verbraucht natürlich relativ viel. Und aber es ist schon weggekauft. Da ich sowieso nicht so viele Klassenmods finde, werde ich bis dahin schon eine SMG finden, die mir gefällt. Jo. Irgendwann in 20 Folgen. Da habe ich sie immer noch. Ich halte mit Ausschau nach einer SMG. Ich habe immer so viele SMGs gehabt und die habe ich immer alle verkauft. Ja, ich hatte auch eine Zeit lang eine SMGs, aber die SMGs... sind nicht treffsicher und machen nicht wirklich viel Schaden. Ja, sie sind einfach nur zum Reinrotzen da. Das ist richtig. So, sind wir jetzt am Quest vorbeigelaufen? Sind wir? Oh. Was willst du? Danke für den Fusel, bitteschön. So, beschaffe Kroms Kammerschlüssel. Eieiei. Oh, jetzt drücke ich falsch. Da wollte ich hin. Sammle Dosen mit Skagfleisch. Okay. Sind beide hier wahrscheinlich, ne? Die Quests. Setz ich mal schon, ja. Was wollen wir zuerst machen? Wir machen Chrom getötet und den Rest machen wir gleichzeitig, weil wir das Fleisch ja in Dosen finden. Achso, okay. Jetzt können wir diesen Weg entlang gehen. Nichts. Huch. Ah, hast gedacht, findest du eine SMG, ja? Ja. Aber Chrom getötet hört sich so an, als ob wir jetzt wieder gegen einen Boss kämpfen. Ja. Vielleicht hat er ja eine SMG. Wer weiß. Aber ich bin jetzt nicht so wirklich scharf drauf, sagen wir es mal so. Hinter mir? Der war hinter uns. Wow, 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 wow. Der war einfach hinter uns. Wie ist er da hingekommen? Keine Ahnung. Crazy. Wow, 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 wow. Das war heftig. Hier liegt tatsächlich eine SMG. Ich glaube, ich habe sie aus Versehen eingesammelt. Ja? Na, die ist scheiße. Ich warte auf was Gutes. Ja, gut, klar. Wow. Ich warte immer noch auf den Raketen, auf die Shotgun, die Raketenwerfer-Schüsse machen. Da ist ein knallharter Schläger.
Gott, das ist so viel. Alle um mich herum. Wow. Ich mach den Miniaturschützen fertig, passt schon. Ah, das ist der knallharte Schläger, ich habe ihn gefunden, ja. Und er ist tot. Habe ich da was Orangenes gesehen? Oh. Das ist doch eine SMG, oder nicht? Das ist eine SMG, ja. Alter. Aber das ist eine Nahkampf-SMG, ne? Die ultimative Nahkampfwaffe. Oder Nahkampfkatze. Ja, aber SMGs sind halt Nahkämpfer, ne? So, kannst nicht von weitem draufballern, das geht nicht. Ja, ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber dafür hast du ja einen Sniper. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, das ist ja interessant hier. So, schauen wir mal, dass wir ein paar Gegner finden. Ja, ich hab hier Gegner ohne Ende. Ja, ist nice. Also von der Nähe, also quasi ein Ersatz für meine Shotgun. Ich hab einen Clapshot gefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, die SMG von dir, die wird jetzt wahrscheinlich richtig gut Schaden reinkloppen. Reparaturkit für Claptrap. Das suchen wir jetzt. Boah, das ist natürlich geil hier gerade, ne? Aber die Feuerrate ist nicht so super. Ah, nee. Oh, da ist eine Lootkiste und daneben das Reparaturset. Oh. Müssen wir vermutlich von der anderen Seite ran, ne? Ja, ich denke mal nicht, dass wir hier hochkommen. Da rutschen wir runter. Ja. War wir so wert. Ah, ist klar, ich habe den Weg gefunden. Nice. Glaube ich jedenfalls, oder? Moment, hä? Und doch erst darüber? Nee, irgendwie ist das komisch. Wir müssen da auf jeden Fall rauf. Wir müssen auf den oberen rauf, ja. Ja, wie kommen wir da hin? Ist ja crazy. Ich meine, ich habe damals alle eingesammelt, aber ich weiß nicht mehr, wie ich hingekommen bin. Also ich als Jumpmeister weiß da auch nicht Bescheid. Ich nix wie Sinn. Doch von der anderen Seite? Na, scheint nicht so. Muss von der anderen Seite sein. Ich glaube, das hier ist der Rückweg. Wir kommen doch immer im Kreis raus. Ja, das stimmt. Schauen wir einfach mal, dass wir nachher hinkommen. Ansonsten versuchen wir es halt wieder. Ich habe übrigens noch eine Lootkiste gefunden. Nice. Mit einer SMG drin. Du bist tot? Ja, ich dachte mir, ich renn hier mal rein. Gar nicht. Jetzt lad noch langsam nach. Oh, ich hab einen getötet. Ich bin OP. Steckt fest. Der OP-Typ steckt fest. Ich habe einfach mal das Sniper reingeschossen und hab gehofft, dass ich jemanden treffe. Und ich habe jemanden getroffen. Hast du irgendwas Schönes in der Lootkiste gefunden? Außer die SMG? War eine schlechte Sniper und eine SMG drin, aber die SMG war selbst auch nicht schlecht. Auch ziemlich schlecht. Naja, da kommt die Wahrheit raus. Sie war nicht schlecht. Nee, es war wirklich extrem schlecht.
Kämpfst du da hinten? Ja. Bist du da raufgekommen? Ja. Wie das denn? War doch von der anderen Seite. Kannst du auch gerne mit hochkommen, weil hier ist echt viel zu tun. Sind die wieder respawned oder was? Ich kann dir zeigen, wie es geht. Nee, da ob ich die Gegner respawned sind. Ja, also hier war gut was zu tun gerade, wie gesagt. Na, wie bist du hochgekommen? Pass auf. Du gehst... Moment. Oh, eine blaue SMG. Hm. Moment. Du gehst hier hinter. Guck mal hier. Hier hinter. So, da war einmal die Lootkiste. Und dann kannst du hier auf diesen Vorsprung rauf. Genau, und dann kommst du hoch. Hm. So, und hier hinten liegt eine blaue SMG. Hier. Naja, mehr Zielgenauigkeit, ne? Na gut, immerhin. Aber ich habe dreifachen Giftschaden, das ist besser. Achso, ja, das wusste ich nicht, dass du da Giftschaden mit drin hast. So, was haben wir denn hier? Granaten, schildbilliges, Granaten und auch für Berserker. Das ist neu. hast du das für Claptrap schon? Ja, ich guck nur, was hier oben ist. Oder warst du hier schon? Ne, warst du noch nicht. Nee. War eine billige Kiste. Wow. Beinahe runtergefallen. Er ist definitiv ein Nahkampfwaffe. Ich treffe von Weitem nicht. Hier gibt's auch nichts zu finden, wo ich gerade bin, naja. So, MC Claptrap, wo ist der denn? Na, treffe ich denn jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, ich geh mal zu Claptrap, ne? Ja, mach mal. Ups, das wollte ich gar nicht. Naja, was soll's. Tragekapazität. Cool. Nice, noch mehr Sachen tragen. Na gut, mehr gibt er uns auch nicht. Keine Kiste. Ich will gerade mal gucken, ob ich das Ding auch bekommen habe. Ja, Inventar-Upgrade. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wieso? Nein, Moment. Nein. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen meine Granaten getauscht. Ach, von hier wäre man auch raufgekommen. Von hinten. Ja. Wobei, nein, hier ist eine unsichtbare Mauer. Alles gut. Von hier wärst du auch ganz locker hochgekommen. Gibt also mehrere Wege. Ich glaube auch nicht so unbedingt, dass der vorgesehen war, den wir da genommen haben. Aber gefunden. Wow. Was war das? Meine Granate. Oder meinst du den Feuertypen? Ja, irgendwas hat hier mich ziemlich weit weggeballert. Achso, dann war ich das auf jeden Fall nicht. Oh, kannst du mit deinem Scheiß aufhören? Komm, tanz für mich, Baby, tanz für mich, ja. Das machst du wunderschön. Zeig mir deinen Hintern. Ja, oh. Mach nur Fotos! Mach nur Fotos! Okay. Oh Gott! Bin weggesteuert worden. Also knallhart, das ist wirklich knallhart. Ich habe ja hier die ganze Zeit diesen knallharten brennenden. Ich habe den giftigen.
Ja, ich bin tot. Und ich bin in der Ecke. Und er stammt auf mich rauf. Irgendwas zieht mich hier die ganze Zeit weg und drückt mich weg. Hä? Hä? Krass, ey. Was ist denn das? Wie viel habe ich verloren? Ja, ich bin auch down. Ah, 5900. Autsch. So, hab den giftigen. Ja, toll, danke. Und jetzt kommt die Königin. Kannst du mich noch retten, bitte? Die Königin läuft auf mich zu, ich kann nicht die retten. So, Königin ist jetzt tot. Kommt ja auch noch ein knallharter Psychopath an. Ah, du lebst wieder. Glückwunsch. Ich hab's gerade so geschafft. Boah. Boah, Meine Güte. Haben die irgendwas verloren? Nee, nicht wirklich. Also ich hab schon... Achso, da hinten. Oh, die lernen das Skill für mich. Ich fühle mich gerade ein bisschen cool. Verarscht, ne? Ja, besonders mit dem SMG. Aber deiner ist besser. Das ist fast dasselbe, nur dass ich Munitionsregeneration habe. Ja, und dass die SMG 40 jetzt macht bei dir. Echt? Ja. Trotzdem, ich fühle mich verarscht. Das ist haargenau dasselbe. Das glaube ich dir. Was für ein Scheiß, das Spiel mag mich nicht. Ich sag dir, das Spiel hasst mich. Es muss irgendwas gegen mich haben. Ich kann's mir nicht erklären, du. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Krumm, ne? Ja. Haben wir das andere gelöst? Oder ist aber noch weit weg, oder? Warte, ich habe jetzt erstmal noch. Achso. Ja, ist alles noch weit weg. Wenn ich mal so auf die Karte gucke. Gott. Es ist da in einem anderen Bereich? Das scheint mir wirklich so, ja. Sind wir falsch? Hä? Aber was sind wir danach gelaufen? Oh, wir müssen nach Chrom's Canyon. Egal, jetzt sind wir hier. Jetzt laufen wir hier durch. Scheiß drauf. Wollen wir einen schönen Spaziergang in der nächsten Folge machen? Können wir machen. Wieso ist hier eine Lootkiste? Ach, hier haben wir uns hochgeschmuggelt. Ja, die habe ich aber allein aufgemacht, da warst du nicht bei. Das ist das Ende. Wir haben uns zum Ende hochgeschmuggelt. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge, wenn wir zurücklaufen. Ja. Aber es hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Ich meine, ein Inventar-Upgrade und dann auch noch so ein paar Waffen und naja. Ja, wieso nicht, ne? Alles klar. So, dann verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal für heute und wir sehen uns dann morgen. Ja, ich mich auch. Tschüss. Haut rein. Tschüss.